Für den Transport und die Lagerung ihrer Güter kaufen Unternehmen traditionell Paletten ein. Das ist nicht nur mit erheblichen Kosten verbunden, sondern auch mit zahlreichen anderen Dingen, um die man sich kümmern muss. Beispielsweise Lagerungsverwaltung und Papiere. Auch der mit Inspektion, Reparaturen und Rücktransport verbundene Kosten- und Zeitaufwand ist beträchtlich. Wenn Sie ein Paletten-Pooling-System nutzen, müssen Sie sich über all diese Dinge keine Gedanken mehr machen. Kosten und Organisation sind komplett durch den Mietpreis abgedeckt. Pooling ist eine intelligente Lösung, die es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Bei CHEP gehen wir allerdings noch einen Schritt weiter, indem wir intelligente Lösungen für alle Partner in der Lieferkette anbieten. Dadurch entsteht eine einzigartige Form der Zusammenarbeit zwischen Hersteller, Einzelhändler und Spediteur, von der alle profitieren. Unternehmen, die Systeme von CHEP einsetzen, erhalten durch das weltweit größte Pooling-Netz erhebliche Wettbewerbsvorteile. Auf CHEP-Paletten können Hersteller ihre Produkte fast überall hin transportieren, an mehr als 500.000 Orte in über 50 Ländern. Dabei werden sie von unseren Datenanalysten unterstützt, die den Bestand und die Bewegung ihrer Paletten im Auge behalten und ungewöhnliche Spitzen und Einbrüche melden. Auch Einzelhändler profitieren von der Zusammenarbeit mit uns, da sie stets Paletten in einheitlich guter Qualität erhalten. Der Frachtverkehr am Standort selbst nimmt ab, da derselbe Spediteur, der CHEP-Paletten liefert und lädt, auf dem Rückweg andere leere CHEP-Paletten zum Servicecenter mitnehmen kann. Der Spediteur muss weniger Leerkilometer fahren und dessen Wartezeiten verkürzen sich. Das reduziert sowohl die Kosten als auch den CO2-Ausstoß. Dank unserem europaweiten Servicecenter-Netzwerk muss der Spediteur nie allzu weit fahren, um die Paletten abzuladen. Nach gründlicher Inspektion und Reparatur in unserem Center gehen die Paletten dann erneut an einen Hersteller in der Nähe und treten eine weitere Reise im CHEP-Pooling-System an.